ist Enesh Kavan. Dies ist die Geschichte von Winnetou und meinem Vater Tokfi Kavan, dem schwarzen Mustang, zu einer Zeit, wo der Friede zwischen Weiß und Rot sehr leicht zu brechen drohte. Schon der kleinste Konflikt hätte einen großen Indianerkrieg auslösen können. Winnetou, der diese Gefahr erkannte, versuchte alles, um den mühsam erreichten Frieden aufrechtzuerhalten. Als besonders Kriegslüstern war mein Vater, der schwarze Mustang, Häuptling der Comanchen, bekannt. Die Bereitschaft, das Kriegsbeil auszugraben, war bei ihm größer als bei allen anderen Indianerstämmen. Doch auch der schwarze Mustang hielt sich an das Friedensabkommen, bis eines Tages durch einen Meuchelmord sich alles drastisch ändern sollte. Die Besatzung von Fort Firewood war auf einem Kontrollritt zu unserem Lager. Räumen Sie mal diese vollen Flaschen vor dem Saloon weg. Wir schießen auf.
auf die Dosen. Dann werden wir gleich sehen, wer der Bessere von uns beiden ist. Mister, wollen Sie nicht wissen, was Sie bekommen? Ach ja, Lady, was ist Ihr Wetteinsatz? Nun ja, von mir bekommen Sie, falls Sie gewinnen, woran ich ohnehin nicht glaube, zwei Kostbarkeiten aus dem fernen Osten. Einverstanden, Lady. Also, ich mach dem Anfänger lieber mal eine Markierung. Also, Lady. Schon gut. Sam, alter Freund.
Was treibt ihr dagegen? Ja, ihr wisst ja, wie das so ist, Greenhorn. Da ist wochenlang nichts los. Und dann auf einmal muss man eine ganze Herde abenteuerlustiger Siedler durchs Indianergebiet führen und riskiert dabei Kopf und Kragen. Aber ich rede und rede. Was ist mit euch, Greenhorn? Was treibt euch hierher? Ein Indianeraufstand? Oder dringende Regierungsgeschäfte? Oder müsst ihr einem Banditen das Handwerk legen? Oder, Greenhorn, sucht ihr vielleicht einen alten? Ich habe ja vor, Winnetou zu treffen. Winnetou? Wo, will ich fragen darf? Am Irlandfeld. Ah, aber da habt ihr noch einen verdammt langen Weg vor euch gehört. Da habt ihr recht, mein lieber Sam. Ja, Greenhorn, ich könnte ja euch begleiten, Greenhorn. Ach, könntet ihr? Ja, und Greenhorn, was ist, nehmt ihr mich mit? Nein, soll ich euch beschützen? Sam, ihr habt das wieder mal erraten. Ich bin nur hergerichtet, um euch zu suchen und um euren Schutz zu erbitten. Ha, ihr schmeichelt mir, Greenhorn. Also, Mary, wir werden raus. Was ist denn? Ja. Bist du bereit? Ja, wenn wir noch länger rumdrehen, werden wir nie kommen. Also, Greenhorn! Ich bin Sam, komm rein mit dir! Greenhorn! Ich bin hier mit dir! Die Langmesser beobachten uns schon viele Monde, aber
Sie haben doch nie die Absicht gehabt, uns anzugreifen. Aber dieses Mal ist es anders. Woher weiß ich denn anders? Weil ich den Befehl des Majors gehört habe. Reitet der Major mit den Soldaten? Nein. So wird es keinen Krieg geben, denn die Langmesser kämpfen nicht ohne ihren Häuptling. Ixenander muss sich wieder mal getäuscht haben. Auch das ist eine List. So viel ich gehört habe, wird der Major mit einer kleinen Abteilung nachstoßen. Warum ist er nicht gleich mit ihnen geritten? Weil er auf seine Tochter wartet. Ixenander spricht mit gespaltener Zunge. Schweig! Enatatat, Tochter des großen Büffels und Frau von Tochvikavar, dem schwarzen Mustang, lässt sich nicht von einem Halbblut den Mund verbieten. Höre ich zueinander. Kein Vater, ob rot oder weiß, wird Krieg führen, wenn er auf sein Kind wartet. Deine Worte sind voll Hass und Macht. Er wird Unglück über unser Volk bringen. Höre, Tochvikavar! Enatatanka hat sehr weise gesprochen. Dies sind auch meine Worte. Und nun geht's. Dass sich der große Häuptling der Comanche von einem Weib blenden lässt, hätte ich nie gedacht. Ist der schwarze Mustang zu einem alten Klepper geworden, dass er die Zeichen des Krieges nicht erkennen kann? Oder fiel ihm die Kraft, sein Volk siegreich in die Schlacht zu führen? Dann, freilich, wäre die Zeit gekommen, die Führung seines Volkes einem anderen zu überlassen. Schweig und geh. Ixenander wird gehen. Er ist auch nicht bereit, für einen Häuptling zu kämpfen, der sich hinter Weiberretten versteckt. Geh, bevor mein Messer dich bricht. Dein Name. Dein Name. Achso, ja, richtig. Das gehört zu mir. Ich bin Leutnant Jefferson, 2. Kavallerieregiment der Union der Vereinigten Staaten, abkommandiert zum Militärakademie in Pittsburgh unter dem Kommando von Major Atkins auf Patrouillenmilit zur Beobachtung der Comanche. Ma'am! Ereshkara. Wie gesagt, hab keine Furcht. Ereshkara hat keine Furcht. Sie ist nur verwundert, dass sich der Blaurock nicht fürchtet. Warum sollte ich mich fürchten? Weil er mit der Tochter Tokikaras, des schwarzen Mustangs, spricht. Und jeder, der nicht zum Volke der Comanchen gehört, ist des Todes, wenn er sich unerlaubt Ereshkara nennt. Ach so, dann bitte ich um Entschuldigung. Ma'am! Das Bleichgesicht Jefferson hat dir erlaubt. Danke. Sag, was treibt so eine wilde, eine schöne Blume wie ihr so lange in der Krieg? Die wilde, schöne Blume sammelt Kräuter für den Medizinmann. Dann möchte ich meine Stimme. Was treibt ein junger, hübscher Leutnant so allein im Jagdgebiet der Comanchen, falls ich mir die Frage erlauben darf? Was treibe ich? Mann, wir sind auf Erkundungsweg. Mann! Der Soldat scheint etwas verwirrt zu sein. Nein, Mann. Ihr
Blitz getroffen. Sir, Mann, Miss. Auch in Ashkabadi. Wie sagtet ihr? Vom Blitz getroffen. Aber in ihrem Herzen herrscht Ruhe und Freude. So. Seid ihr auch in Berlin? Ein Blitz. Dieser Soldat hat ein gutes Herz, Mutter. Er ist noch jung und unerfahren. Er ist nicht wie die anderen. Die bösen Geister strafen.
richten Sie sich! Los! Wenn Sie gefallen sind! Ich glaube, den Hartus an den Ohne! Ja, 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 ja! Ehre!
Jetzt nehmen Sie diese entsprechenden Schlitzaugen und scheren Sie sich zurück in den Hartnäck, wo Sie herkommen. Lassen Sie Ihren Westwind nicht mit einer anderen Wette in Ruhe, verstanden? Was hat Sie gesagt? Wie soll ich zurück in unser Land nehmen? Mr. Hawkins, ich, Emanuel, Rosanna, Maria Dolores, Katharina, Andrea Rodriguez haben meine Wettschulden immer bezahlt. Sie nehmen jetzt die beiden oder ich vergesse mich. Verstanden? Und jetzt, ja? Denn Sie wissen nicht, was Sie mit uns machen sollen. Egal! Wir reiten jetzt auf den schnellsten Weg nach Fort Firewood. Und dort werden wir die Sache in Ruhe klären, verstanden? Wie Sie meinen, aber die beiden Chinesen gehören noch. Ja, das werden wir schon noch sehen. Ihr habt Mr. Shatterhand gehört. Also los jetzt! Moment! Hä? Hey, wir wollen jetzt was essen. Hm? Ohne Leis, in viel kleinen Mitteln. Hm? Unsere zwei Freunde aus dem Osten wollen doch etwas speisen. Ja. Naja, ich habe nur eine Speise im Angebot heute. Ja, Bohnen. Bohnen? Ja. Bohnen. Ja. Blaue Bohnen. Am See einen Blaurock getroffen. Ena Tatanka hat sie dabei überrascht. Nein! Derselbe Soldat hat darauf sie geschossen. Ixenander lügt. Hat Ixenander Beweise? Wenn nicht, so wird er sterben. Mit diesem Säbel hat der Ena Tatanka erstochen. Ich fand ihn in der Nähe, wo er sie erschossen hat. Ist das wahr? Er lügt. Ena Tatanka hat mich vor Ixenander gewarnt. Ich kam leider zu spät, um sie zu retten. Aber Ixenander hat den Soldaten getötet! Ist es also wahr? Was? Mir drauf! Ixenander hat die Wahrheit gesprochen. Tochter des großen Bürgers, ich werde deinen Tod rächen, wie noch nie ein Tod gerecht wurde. Und kein Soldat wird auf Rand der Comanchen Leben verlassen. Mögen sie verflucht sein. Die Langmesser haben Ena Tatanka ermordet und damit den Frieden gebrochen. Sie haben nicht gegen einen meiner Krieger gekämpft. Nein, sie haben eine Frau vom Volk der Comanchen umgebracht, erschossen und erstochen und sie im Staub der Steppe liegen lassen, wie einen Räuber verloren. Sie hatten keinen Grund, so etwas zu tun. Sie töten aus Freude, wie sie den Büffel getötet haben. Sie meinen, sie seien tapfer. Sie werden die Gelegenheit bekommen, um ihre Tapferkeit zu beweisen.
Wir werden mit der Sturm über sie herkommen und kein Flehen wird sie vor ihrem Untergang schützen. Wir werden ihnen die Frauen und Kinder nehmen und sie mit ihnen den Geiern zum Fraß vorwerfen. Hey! Hör mich an! Tokikawa macht einen großen Fehler! Schweig, Reiter! Nein, ich werde nicht schweigen! Eneshkawa ist aus dem Lager der Comanchen verbannt. Wenn sie zurückkehrt, wird sie sterben. Schaffen Sie fort. Ja, stimmt. Ich habe diesen Soldaten getroffen. Aber er hat nicht meine Mutter ermordet. Glaub mir, Vater. Ich bin anders eine falsche Schlange. Vater! Stab das Kriegsbeil raus. In schwarzen Muster. Was treibt Winnetou bei den Comanchen? Winnetou hörte die Trommeln des Krieges und ist neugierig, weshalb die Comanchen das Kriegsbeil ausgraben. Winnetou möge verschwinden. Er hat mit dem Kampf der Comanchen nichts zu schaffen. Tokikawa ist im Irrtum. Winnetou hat sehr wohl mit dem Kampf der Comanchen zu schaffen. Wie meint Winnetou das? Wenn Tokikawa Kriegsbeil ausgräbt und loszieht, um Farmen und Städte anzugreifen, wenn seine Spur des Kampfes den Geruch des Todes zurücklässt und er wie ein Orkan sinnlos mordend durch die Steppe zieht, so betrifft das alle Stämme. Denn der Friede zwischen Weiß und Rot ist gefährdet. Soldaten haben Anna Tatanka, Tokikawas Frau, ermordet. Dafür wird es Krieg geben. So wie der Schwarze muss sein ganzes Volk ins Verderben führen, um einen Mord zu rächen? Was würde denn Winnetou tun? Winnetou würde zum Häuptling der Soldaten reichen und ihm berichten, was geschehen ist. Er weiß, was zu tun ist. Die Gesetze des weißen Mannes sind streng, aber gerecht. Er wird den Mörder bestrafen. Winnetou ist geblendet von der Freundschaft zu seinem Blutsbruder Ojibwe. Hat er vergessen, wie die Comanchen und auf die Apachen einen Mord rächen? Reden statt kämpfen. Anderen zu vertrauen, deren Männer den Mord begangen haben. Wie einfältig ist der große Häuptling geworden. Verschwinde. Oder Tokikawa. Jetzt wirst du von den Frauen und Kindern aus dem Lager jagen. Wenn Tokikawa Winnetou aus dem Lager treiben will, so muss er das schon selber tun. Ja. Thank you.
Für Winnetou und Shatterhand wird es sein, doch kommen. Jetzt wollen wir das Rohr angreifen und die Blarik ausräuchern. Thank you.
Säbel von einem Soldaten getötet worden ist. Demnach werden wir das Rohr angreifen. So ist es. Ermächtigt, haben Sie vielleicht Verwendung für zwei Kollegen?
Mädchen! Leutnant, was geht da drin vor? Kaum Krieger hier, mit Frauen und Kinder und den Vereinten. Was? Reißt alles nieder! Tötet sie alle! Nein, Sir, das können wir nicht tun. Das ist Befehlsverweigerung, Leutnant! Ja, Sir, ich bitte Sie, nehmen Sie den Befehl zurück. Ach, warum sollte ich das tun? Attacke! Weil sich die Armee der Union sicher nicht an einem privaten Rachefeldzug beteiligt wird. Darum, Sir, werde ich diesen Angriff sofort beenden. Trompeter! Ich habe den Major des Kommandos entlobt. Bereit, zurück zum Fort. Ich sorge, dass Sie vor den Kriegsgericht kommen! Ich brauche dich nicht! Ich brauche dich nicht! Das wird die teuer zu stehen kommen! Ausführen! Getötet. Wer weiß das? Kennt Winnetou den Mörder? Nein. Woher weiß Winnetou dann, dass die Blauröcke nicht einer der Tanker getötet haben? Hier spricht Old Shatterhand. Der Häuptling vom Manschen möge mich anhören.
Soldaten wurden selbst angegriffen, als der Verkommensfeld war. Somit haben die Comanchen den Frieden gebrochen. Wenn Toklikawa sich nicht augenblicklich zurückzieht, wird euch Shatterhands Zaubergewehr sprechen. Shatterhand ist nicht in der Lage, Drohungen auszusprechen. Vater, Winnetou und Old Shatterhand sagen die Wahrheit. Eneshkawa, meine Tochter, ist zur Verräterin an ihrem Volk geworden. Sie wird mit ihren Freunden sterben. Oder
gefangen genommen. Wir werden versuchen, ihn die Gefangenen zu entreißen, bevor wir angreifen. So werden wir es machen. Sam! Wenn wir in einer Stunde nicht zurück sind, greift ihr an! Na, habt ihr das verstanden, Leutnantchen? Verstanden. Männer! Mann, ihr Frech! Wir warten hier. Ich habe hier die Tochter des Mädchens. Lasst uns unbehelligt abziehen und sie wird am Leben bleiben. Jetzt verschanzt sich der große Häuptling der Comanchen. Hinterrücken. Vater, lasst dieses Mädchen frei. Wenn diese Soldaten gewollt hätten, wären Toquicaba und seine Krieger schon längst des Todes. Glaub ihnen endlich. Und glaub deiner Tochter. Nicht der weiße Mann ist der Feind der Comanchen. Sir, ich bitte Sie, lassen Sie mich suchen gehen. Erlauben Sie mir festzustellen, dass ich es zutiefst bedauere, dass Ihre Frau getötet worden ist. Aber nicht, das garantiere ich Ihnen, von einem unserer Soldaten. Im Gegenteil, ich liebe Ihre Tochter. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich Ihre Mutter getötet habe. Sieht ein, dass er geblendet war. Eneshkawa ist im Lager der Comanchen wieder willkommen. Vater! Der neue Häuptling der Comanchen! Nein, Frau. Er hat dich auf das Herz einer Tatankas deiner Mutter gewählt. Er hat Eneshkawa, deine Tochter, verstoßen. Diesem Halbbuch.
war ein großer Häuptling und ein guter Vater. Möge eure Liebe seine Fehler vergessen machen. Die Krieger der Comanchen mögen ihren Häuptling zurück zu den Wigwams bringen.
Xenander hat seine gerechte Strafe bekommen. Ein rühmliches Ende. Endlich gemacht! Sehen, welcher Häuptling den schwarzen Mustern folgt. Möchte mich mein Bruder begleiten? Ja, ich bin mit den Bräuchen der Comanchen noch nicht so vertraut. Wie sagt man so schön? Wer aufhört zu lernen, hört auf zu leben. Nicht wahr, Sam? Ja, ja, Fridon. Sam, willst du uns begleiten? Ach, Fridon, ich bin nicht mehr der Jüngste. Wie du bist, Sam. So lang. Aber Fridon! Fridon! Westman Sam Hawkins mit seinen beiden Chinesen sein Glück gefunden hat, habe ich nie erfahren. Das Ensemble der Traumbeispiele Flöhe 2004. Hannes Fröhlich,
Georg Kuchenbauer, Bettina Hacke, Martina Holzer-Bradner, Dominik Kollen, Tanja Lechner, Roman Löffler, Fabian Matthew, Felix Millauer, Lukas Millauer, Hannes Beuth, Michael Potsch, Johannes Prinz, Christoph Rader, Birgit Wade, Dominik Winkelhofer und Franz Winkelhofer. Die Reiter: Peter Ambros, Christina Blauensteiner, Andrea Etzenberger, Corinna Hofbauer, Elisabeth Ricker, Veronika Schichter, Andreas Wabra, Carmen Walli, unsere Stuntreiter Gianlo Bertola, Tamara Hofbauer, Laszlo Sili und Mariette Wassibauer. Die Personen und ihre Darsteller als Chinesen Ying und Yang, Lukas Mana und Christian Eichinger. Emanuela, Regina Rieger, der Major Harald Schichter, Mary Sue, Sissy Matthew, Leutnant Jefferson, Konstantin Koch, Ena Tatanka, Sissi Millauer, der schwarze Mustang, Manfred Rauscher, Eschkawan, Sandra Litumeritsky, Ixinanda, Oliver Castro, Sam Hawkins, Rainer Vogel, Old Shatterhand, Erich Schmidt, Winnetou, Christoph Wutti,
Klaus D. Oskarsson. Betreuungstierarzt Christian Aschauer. Pferdebetreuung Helga Rauscher. Pyrotechnik Joe Frana. Ton und Licht Scotty Klinger, Wolfgang Scheibel. Kostüme Schneiderei Überreiter. Pressebetreuung Erika Fröhlich. Pferdekoordination Christina Blaunsteiner. Regieassistenz Claudia Busenbauer. Buch und Regie Rochus Millauer. Bühne und Bühnengestaltung Adolf Blaunsteiner Senior. Veranstalter Adolf Blaunsteiner Junior. Meine Damen und Herren, ich möchte gleich herzlich bei Ihnen für den Besuch zur Premiere von Winnetou und der schwarze Mustang bedanken. Sie waren ein fantastisches Publikum. Dankeschön. Das ist die Entschuldigung, meine 10. Premiere und glauben Sie mir, mit Sicherheit eine der schönsten. Wir haben aber noch ein kleines Zuckerl für Sie. Unsere Standreiter werden im Anschluss, wenn wir hier die Bühne freimachen, noch eine Trinklänge zeigen, als Dankeschön an Sie, dass Sie uns so toll unterstützt haben. Selbstverständlich stehen wir dann für Autogrammkarten und Gespräche im Wigwam vorne zur Verfügung. Nochmals vielen Dank, es war ein gelungener Start, ich bin glücklich, es waren harte Proben, aber es hat sich ausgezahlt. Dankeschön! Bis auf die Absperrungen machen. So. Macht die Absperrung von vor. Ein kleines Zuckerl noch. Sind die Standleute soweit? Ja, gut. Dann bitte ich um Musik. Andi, Barbara, Vorreiter. Tiri Marie! Corrado! E Tige! Alta Berzi! Sies in Papa! Alti Serra e Lama Gera! Ich stehe am Ende einer Show immer eine Frage. Sind diese Spiele eine Reise wert?